Wohl einer der großen Liederdichter in der Bewegung der Gemeinde Gottes war Barney E. Warren. Sein Name steht über vielen Liedern, oft in Verbindung mit D.S. Warner. Er gehörte zu den Frauen und Männern der ersten Stunde der Bewegung der Gemeinde Gottes. Barney Warren prägte ihre Anfangsjahre mit seinen lebhaften Liedern, die schnelle Verbreitung fanden. Von Anfang an war die Gemeinde Gottes eine singende Bewegung. Barney Warren wurde 1864 geboren. Seine Eltern Thomas und Anne Maria waren großartige Sänger. Somit wuchs Barney zusammen mit seinen 7 Geschwistern in einer musikalischen Familie auf. Bei jeder Gelegenheit wurde gesungen. Barney lebte als Kind an 2 Wohnorten. Zuerst zog die Familie auf eine Farm in der Nähe von New York und später nach Van Buren in Michigan. Im Alter von 17 Jahren kam Barney Warren zum Glauben an Jesus Christus. Es geschah während einer evangelistischen Veranstaltung, in der D.S. Warner predigte. Schon bald danach sehen wir Barney im Evangelisationsteam mit D.S. Warner und anderen. Er fing früh an zu predigen und war ein beliebter Basssänger. Mit Pferd und Kutsche waren sie unterwegs, um an verschiedenen Orten in Ost-Mittelamerika das Evangelium zu verkündigen. Nach solchen Predigten wurden dann Lieder komponiert. Warren studierte Musiklehre und war hierfür begabt. Er schrieb auch Predigtzusammenfassungen in Liedform. Die neu erkannten Wahrheiten der Bibel sollten nicht nur verkündigt, sondern auch gesungen werden. Gerade das Singen hat auch einen Lerncharakter. Strophen können leicht gemerkt und ihren Inhalt tief verinnerlicht werden. Oft war es auch so, dass D.S. Warner oder auch Charles Naylor ihm neu gedruckte Zeilen gaben, zu denen er die Melodie schrieb. Deshalb haben wir heute sowohl Texte wie auch Melodien aus Warrens Feder. Später war Barney Warren zusammen mit seiner Frau und den Kindern in einigen Gemeinden in Ohio, Florida, Michigan und Virginia im Predigerdienst tätig. Viele seiner Lieder sind über die Grenzen Amerikas bekannt geworden. Zusammen mit Clara Brooks schrieb er das Lied What a Mighty God We Serve. O wunderbares Gotteswerk ist die Erde und das Meer. Es war auf der Weltkonferenz der Gemeinde Gottes im Jahr 1991 in Wiesbaden, Deutschland, auf der über 80 Nationen vertreten waren. Ich sammelte dort als Teenager meine ersten Eindrücke von internationalen Begegnungen mit Christen aus anderen Ländern. Im Eröffnungsgottesdienst, als die Vertreter der jeweiligen Länder mit ihren Flaggen in die Halle einzogen, da sangen wir das Lied von Barney Warren. What a mighty God we serve. Ja, was für einem mächtigen Gott dienen wir doch. Er ist der Schöpfer aller Dinge, auch der Schöpfer seiner Gemeinde. Jesus ist der Herr. Ein weiteres Lied aus Warrens Feder ist I am a child of God. Ja, ich bin Gottes Kind. Warren erzählte es oft, dass er Glaubenszweifel immer wieder mit diesem Lied verscheucht hat. Diese Gewissheit dürfen wir uns niemals vom Feind rauben lassen. Barney Warren sah man bis in seinem hohen Alter am Klavier sitzen,
spielend und singend. Er spielte oft auch auf Camp-Meetings und Konferenzen. Hier sehen wir sein Blockhaus, das er mit seiner Familie während der Camp-Meetings in Springfield, Ohio, bewohnte. Er starb im Jahr 1951. Fast 70 Jahre lang stellte er der Bewegung der Gemeinde Gottes seine Predigt- und Musiktalente zur Verfügung. Auch wir brauchen heute wieder Menschen wie Bonnie Warren, die neue Lieder dichten und vertonen. Denn ein lebendiger Glaube an Christus will singen, immer wieder singen, auch ein neues Lied zum Preis und Lob seiner Herrlichkeit.